Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute kümmern wir uns mal um die Frage, solltest du auf deinen eigenen Brandname Werbung schalten im Bereich Amazon PPC? Das ist eine Frage, die kommt immer mal wieder auf, gerade bei den Kunden, die ich coache im Bereich Amazon PPC, weil grundsätzlich möchte natürlich jeder Seller seine Kosten möglichst gering halten und man kommt relativ schnell dann mal auf den Gedanken, dass man sich denkt, okay, was ist, wenn jetzt jemand genau meinen Brandname eingibt? Ich meine, dafür ranke ich ja organisch auch schon ziemlich gut. Sollte ich dann überhaupt auch noch Werbung darauf schalten? Und wenn dann jemand auf meine Ad draufklickt, ja, dann entstehen mir Klickkosten. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er kauft, aber kann ich mir die Kosten nicht einfach sparen? Ja, das ist die grundsätzliche Frage, die ich immer mal wieder höre. Und ich will dir gerne mal ein, zwei Beispiele zeigen. Und ich denke, anhand der Beispiele wird dann sehr schnell meine Antwort klar. So, wir befinden uns jetzt hier in meinem MacBook. Und ich habe hier gerade mal nach Nike Gym Shorts gesucht. Und was fällt dir auf? Hier oben, die oberste Brand-Ad ist von TCA. Kenne ich jetzt persönlich gar nicht, aber TCA bietet mit den Amazon Brand-Ads hier auf diesen Search-Term bzw. auf das Keyword Nike Gym Shorts. Und dann, wenn wir auch weiter runtergehen, sehen wir, dass die erste gesponserte Ad, das ist jetzt in diesem Fall hier nur eine, ist auch von einer anderen Brand. Und danach kommen die organischen Ergebnisse mit den Nike Gym Shorts. Hier die Brand-Ad auch nochmal von Zayo, das sind die gleichen wie hier. Das heißt, auf den allerersten Blick sehe ich jetzt, wenn ich so meine Suche gemacht habe, erstmal nur TCA. Ich sehe hier unten noch ein paar Ergebnisse, sehe hier aber noch nicht genau die Marke, weiß jetzt zum Beispiel nicht, dass die organischen Ergebnisse hier von Nike sind. Das heißt, wenn ich grundsätzlich ja eine Offenheit mitbringe, vielleicht nicht nur Nike-Sachen zu kaufen, sondern vielleicht auch auf eine andere Hose zurückgreifen würde, dann habe ich hier direkt den ersten Trigger, dass ich mich vielleicht mit TCA auseinandersetze. Und wenn ich jetzt ein potenzieller Kunde wäre und würde jetzt sagen, oh ja, die ist hier ja ganz schön, dann klicke ich hier auf das Listing drauf und dann bin ich innerhalb von ein paar Sekunden direkt auf dem Listing und habe schon wieder vergessen, dass ich eigentlich Nike Gym Shorts kaufen wollte. Oder noch schlimmer, wenn ich klicke auf jetzt bei TCA einkaufen, lande ich direkt im TCA Store und hier befindet sich jetzt nirgendwo mehr Nike, denn hier im Store werden auch keine anderen Werbeanzeigen ausgespielt, sondern ich sehe nur noch TCA. Ich habe ein zweites Beispiel für dich und zwar habe ich mal gesucht nach einer The North Face Tasche. Ist tatsächlich ein Produkt, was ich letztens auch gekauft habe und da sehe ich auch direkt auf den ersten Blick hier oben Bellroy hat sich die Brand-Ad gesichert und dann, wenn ich hier weiter runter scrolle, auch hier die erste Sponsored Products-Ad. Dachte ich erst, wäre von The North Face, ist ein sehr ähnliches Produkt, also das Design ist sehr ähnlich, aber ist dann hier von The Friendly Suite. Das heißt, auch hier der Fall, The North Face Taschen sind relativ teuer. Wenn ich jetzt hier beispielsweise eine Tasche ausgespielt bekomme von The Friendly Suite für 56,99 € oder angenommen, ich würde jetzt hier in der Brand-Ad auch die Preise sehen, dann könnte es auch sein, dass ich abspringe und mich vielleicht eher mit einer anderen Marke auseinandersetze. So, ich denke, der Punkt wird langsam klar. Du solltest deine eigene Marke verteidigen. Ja, wenn jemand nach einer North Face Tasche sucht, dann sollte er hier oben auch eine Brand-Ad mit North Face Taschen sehen und sollte dann im besten Fall auch hier die Sponsored Products Ad und wenn hier mehrere angezeigt werden, zumindest einige davon, sehen von deiner Marke. Und genau das gleiche hier bei den Nike Gym Shorts. So, und jetzt habe ich dir ja auch schon das Argument am Anfang gesagt, dass man jetzt natürlich denkt, ja, aber ich meine, die ersten organischen Ergebnisse, die sind doch dann von meiner Marke und kann ich mir nicht das Geld sparen? Was ist, wenn jemand hier draufklickt auf meine Ad? Dann muss ich ja dafür bezahlen. Ja, du musst dafür bezahlen, aber wenn du schon mal Amazon PPC-Werbung geschaltet hast, dann weißt du, dass Kampagnen auf Brandbegriffe meistens sehr gut konvertieren. Ja, das heißt, du hast einen sehr guten ACoS, einen sehr guten ROAS, eine sehr gute Conversion Rate und da ist es meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, diese Klicks abzugreifen und in Sales zu konvertieren, als keine Ads zu schalten und einen potenziellen Kunden zu verlieren. Und als letztes möchte ich dir jetzt gerne nochmal ein paar praktische Beispiele zeigen und zwar aus drei Kundenaccounts. Und zwar habe ich hier mal den ersten Kundenaccount. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was das für ein Markenname ist, aber ich bin hier mal im Ausrichtungstab unterwegs. Das heißt hier, wenn du im Ausrichtungstab noch nicht warst, sehen wir alle Targets aufgelistet, auf die wir unsere Kampagnen schalten. Das heißt alle Keywords, alle Asens, alle Targeting-Gruppen in den automatischen Kampagnen, alle Kategorien und. Und ich habe jetzt hier einfach mal nach dem Brandbegriff gesucht und der Zeitraum ist der 1. Januar bis zum 13. Februar. Und da sehen wir, dass in diesen knappen anderthalb Monaten, 12
Bestellungen über diesen Brandbegriff bekommen sind, beziehungsweise über den Brandbegriff auch noch in Verbindung mit anderen Worten vorne dran oder hinten dran, und das Ganze mit einem ACoS von 1,89% und einer Conversion Rate von 23,53%. Also ich würde sagen, das sind Zahlen, die wir uns alle wünschen, und ich denke, wenn man jetzt nochmal über die Frage nachdenkt, sollte ich denn die Brand Ads schalten und ich zahle doch dann für die Klicks. Ja, ich habe hier für 51 Klicks gezahlt, aber das Ding konvertiert mit 23,53%. Das heißt, der ACoS kann hier an der Stelle nur niedrig und sehr gut sein. Und nur mal zum Vergleich, wenn ich jetzt dieses Targeting-Element rausnehme und die Daten mal neu laden lasse, dann ist das ein Account, der normalerweise mit einem ACoS von 35,72% läuft. Ja, das heißt, diese 1, noch was Prozent, die wir eben hatten, die sind sehr, sehr gut. Gehen wir in ein zweites Beispiel rein. Ja, hier weiterer Kundenaccount, auch nach den Brandbegriffen gefiltert. Und da sehen wir auch, dass in den anderthalb Monaten 28 Bestellungen darüber gekommen sind, bei einem ACoS von 17,23%. Das ist jetzt ein Account, wo tatsächlich die Brandbegriffe gar nicht so viel stärker konvertieren als jetzt unbedingt der restliche Account, beziehungsweise die restlichen Keywords im Account. Also wir jetzt sehen, der Account läuft sonst mit 19,91%, an dieser Stelle aber trotzdem Brandbegriffe immer noch besser als der Durchschnitts-ACoS, den wir hier in diesem Account haben. Und dann machen wir noch ein drittes Beispiel, und zwar haben wir hier einen Store, wo in den letzten anderthalb Monaten 65 Bestellungen gelaufen sind mit einem ACoS von 5,61%, das waren 314 Klicks, also hier auch eine sehr gute Conversion Rate, ja, ungefähr jeder fünfte Klick wurde konvertiert in eine Bestellung. Und auch wenn ich hier jetzt mal den Filter rausnehme und mir mal anschaue, wie der Account denn normalerweise läuft, also wir haben 5,61% bei den Brandbegriffen und haben 45,09%, ja, für die sonstigen Werbekampagnen. Du wirst jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt sein, das ist ja ein super hoher ACoS. Wie kann sich der Account das erlauben? Der Account kann sich das dadurch erlauben, weil es super viele organische Verkäufe gibt. Ja, das heißt, der Account hat hier 70-80% organische Verkäufe. Deswegen ist ein ACoS von 45% an der Stelle hier in Ordnung. Ja, ich wollte dir in diesem Video einfach nur mal ein paar Beispiele zeigen, um die Frage zu beantworten, solltest du auf deine Brandbegriffe Werbung schalten, ja oder nein? Klare Antwort von meiner Seite, ja, schalte Brand Ads und auch Sponsored Products Ads auf deine Brandbegriffe. Du kannst das Ganze rausisolieren, indem du eigene Kampagnen machst für deine Brandbegriffe, dann wird das Ganze nicht durchgemischt mit den sonstigen Begriffen, die du hast. Das heißt, dann wird deine Kampagnen-Performance auf die Nicht-Brandbegriffe nicht verzogen durch die Brandbegriffe. Und ja, du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie deine Erfahrung mit Brandbegriffen ist, mit Ads auf Brandbegriffen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ansonsten war es das mit dem heutigen Video schon. Wenn es hilfreich für dich war, würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen. Ein Abo auf dem Kanal wäre auch super. Und ansonsten, erster Link in der Beschreibung geht zum Amazon PPC-Kurs. Das war's von mir an dieser Stelle. Hau rein. Ciao.